Wir sind heute nochmal im Rosengarten unterwegs, und zwar diesmal im südlichen Teil. Und wir machen heute als Tagestour sowohl den Rotwandklettersteig als auch den Mazaret-Klettersteig. Wenn man sich ein bisschen beeilt, dann kann man das ganz gut an einem Tag verbinden. Gestartet sind wir in der Nähe vom Karasee, und zwar erst mit dem Paulina-Lift nach oben. Dann sind wir relativ gerade den Berg hoch bis auf den Hirzelsteig. Von da aus geht es dann bis zum Vajolon-Pass. Und von dort kann man dann direkt auf den Rotwandklettersteig aufsteigen. Anschließend kommt man dann vom Mazaret-Klettersteig über die Rotwandhütte zurück, und wir sind mit dem Lift auch wieder runtergefahren. Die Rotwand könnt ihr hier hinter mir sehen. Das ist der größere Berg in der Mitte. Rechts daneben ist der Mazaret-Grat, über den dann der Klettersteig verläuft. Wenn ihr Eindrücke sehen wollt, dann schaut gerne weiter. Viel Spaß! Most likely, yes. Now, Via Ferrata. Der Rotwandklettersteig ist größtenteils im AB-Bereich. Es gibt nur eine Stelle, die sich im Bereich BC befindet. Der Mazaret-Klettersteig ist mit einem Level C angegeben. Allerdings gibt es hauptsächlich zwei C-Stellen, auch etwas später im Steig erst. Man kann vorher aussteigen zur Rotwandhütte oder den Mazaret-Klettersteig als Zusatz machen und kommt auch dann an der Rotwandhütte wieder raus. Thank you.
Waldhütte. Hätte ich mich jetzt. Okay, Julia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet auf meinem Kanal noch viele weitere Dolomiten-Videos.